So, willkommen zurück hier. Seltsamerweise, durchs Umstellen der ursprünglichen Settings hier weiter nach Frame Drops. Ich weiß nicht warum. Also kurze Rückmeldung wäre ganz gut, ob es hier wirklich Lags gibt oder nicht. Hab vorhin eigentlich schon kaum was gelesen, obwohl ich über 1000 Drops da noch hatte. Verstehe es nicht ganz, was heute los ist. Hatte nicht einen Lag über. Ich verstehe es nicht, warum hier manche. Nicht welche null Lags von Netic Navi Spiel. Schauen wir mal eben so durch die Comments. Natürlich auch an XP liegen oder es liegt an London Server. Ich weiß allerdings nicht, ob das. Ja, das kann ich nicht sagen. Frame Drops sind nur von meiner Seite dann aus. 740 schon, ey, was ist das bitte? Ach man. Widmen wir uns mal wieder dem Spiel, denn C-Player hat schon überraschenderweise hier die Piste gewonnen. Aber Faculty scheint sich direkt die Runde, dritte Runde zu sichern. Gesetzt im Fall der Diffuse geht durch. Asmo 2, 1. Super knapp. Faculty braucht ja nicht mal meine Waffen. Haben sich auch zwei gesichert jetzt. Simon bringt die Arme mit für Mantis wahrscheinlich. Oder für Asmo. 1 zu 2 somit für Faculty und wir sind in der EPS übrigens. C-Play steht auch gar nicht so schlecht da an der Tabelle. Aber der gute Mann hier mehr als richtig in der Kritik. Super, der Lex schon wieder. 3 gegen 3 Situation. Starke Schuss und Asmo. Anderen sind auch bekannt. Jetzt kassiert er auch. Faculty sichert sich direkt ihre erste vollwertige Equipped Round. 2 zu 2. Somit der Spielstand. Eco auch bei C-Play. Das Drecksradar nach weg. Schönes Support von den Mates. Auch wenn Dizzy da jetzt noch stirbt. Asmo hat er zwar am Anfang keinen gemacht, am Ende doch noch zwei umgeschossen. 3 zu 0 Faculty. Drei Runden hier in Folge klar gemacht. Nächstes Equipment bei C-Play. Hier auf der schwächeren Seite. Schön von Dizzy. Da scheinbar Füße gezielt. Faculty scheint hier schon sehr dominant auf der T-Seite. Die Go ist einfach nicht gut genug. Faculty easy da. Kann da easy die Frags ziehen. Hier wahrscheinlich diese Füße geschaut. Wieder Eco bei C-Play. Nach der Runde sollten sie dann mal so langsam jede Runde durchkaufen können. Nett, wie unser
Autodirector hier wieder um die Frags beklaut. Die Eco ist echt erfolgreicher als die Waffenrunden davor. Mal schauen, was sie sich jetzt anders überlegen. Direkt den Hit im an der Grundlinie setzen. Direkt da sofort wieder da von DC. Schönes Pre-Fire auch. Wir nehmen super low geschossen. Sehr schön, wie man da zusammen die Grundlinie blockt. Die anderen beiden nach Mitte aggressiv. Kirby sieht die Füße. What the fuck? So, und jetzt bei am B-Kontakten. Beziehungsweise mit ihm war da noch irgendwo anders. Jo, kannst du auch mal wieder ein Brett raus. Ah, jetzt der Retake sollte unglaublich. Also sollte nicht so schwer sein für Fekke D, auch wenn sich. Auch wenn Tims da eine schöne Smoke gelegt hat, muss man sagen. Die hilft, kannst du jetzt noch mit zu arbeiten. Aber kann er nicht genug mitarbeiten. 6-2. Faculty gewinnt hier eine Waffenrunde nach der anderen und verlieren dabei auch noch relativ wenige Waffen. Schönes Gesicht. Oh, Mantis macht da leider nur einen am B. Konsta darf wieder die A belegen. Die anderen beiden. Die melden sich da allein vor. Und Glock. Die anderen beiden. Verstehe ich, warum die anderen beiden Waffen haben und er nur Glock. Komische Einkaufspolitik. Ich fäcke die Rush direkt wieder vor. Zwei, aber Asmo einfach treffsicher unten, große Ampel. Auch sehr schnelle T-Runden. Sie play Fackel da nicht lange. Aber seit der Pistol und der anschließenden zweiten Runde ist er nicht mehr bei viel bei rumgekommen. Jetzt weiß ich, warum es liegen könnte. Den scheiß 30 FPS. Also nach dem Spiel gleich nochmal Kommando zurück. Auf die neuen Settings, aber wieder nur mit 25 FPS. Damit scheint X-Split irgendwie nicht richtig gut klar zu kommen, weiß nicht. Der Gummelfrex. Eine Minute noch. Fekti schön am Reindaddeln. Ich bin das Ganze jetzt aber defensiv runter. Oh, ist die Frage, kann er da durchlaufen, ohne dass Mantis ihn sehen würde? Bis zu dem Weißen sieht er. Ah, wird eng. Ich glaube, er würde ihn relativ sicher sehen, außer er moved hier über die Tonne, über die Kiste, die sie auch schön jetzt zum Mate geschoben. Passt da auch gerade auf den Schatten auf, sehr gut, da sieht man's. Ah, Licht einfach von da, macht er gut. Könnte sogar noch einen Mini-Step nach vorne machen, aber ganz sicher ist er sich dann anscheinend auch nicht, wie weit der Schatten reicht. So, man wird hier auf jeden Fall die Zeit ablaufen lassen, Tims dann nach gleich rushen. Eine Fläche jetzt für Dizzy. Hier das Ganze noch überlebt. Boah, kassiert von Mantis das Brett mit seiner P2000. 8-2 Faculty. Sehr deutliches
Und ja, konstant gutes Spiel bisher von Fekity. Halten wirklich alle Spots safes, alle Spots safe. Gewinnen die Duelle, die sie gewinnen müssen. Drücken ansonsten auch gut um. Ah, Mantis? Da steht er schon auf Nate und dann wird er da so komisch schieben. Bitter. Keine Ahnung, was da angesagt wurde. Oh, er hat sich verhört. Ja. Von wem wurde er denn verhört? Wir beleben sie sogar mit mehreren Personen hier. Und Hits scheint auch von hinten zu kommen. Sieht gar nicht so schlecht aus für C-Play. Stark für Dizzy. Aber Simon hat schon durchgezogen. Timps hat da... Oh, jetzt kann ich ihn sogar noch machen. Timps hat da scheinbar nicht genau gesehen oder gehört, ob da schon defused wurde. Nächste Runde für Fekity, aber die eben war wenigstens schon mal ein bisschen knapper. Aber natürlich auch nur so knapp geworden, weil Mantis sich da verhört hat. Hätte da bestimmt ein, zwei gemacht. Vor allem die Nate viel besser gesessen. Warum wird er denn da gehittet? So, Bombe an der Tonne gelegt. Wieder kommt es für die Retake-Fertigkeiten an von Fekity. Dizzy weiß, dass er auch noch ein MG ist. Oh, der Reload! So, ein Hit mit einem MP. Boah, immer Headshot. Boah, zweiter krasser Headshot. Aber man ist schon wieder durchdiffused. Also einer. Durchdiffused 10 zu 2. Aber wieder eine knappe Runde. Trotzdem eher ein so Lala-Spiel. Das sind noch sehr schnelle Runden, nur wirklich auf Aiming. Keine wirklich guten, durchdachten Goals mit guten Smokes oder sowas. Zumindest hat es den Anschein. Ist in Mitte raus. Schöner Posi von Asmo. Ist, glaube ich, der selbst hochgesprungen. Oder stand der an der anderen Kante. Da wieder einer mit einem Problem. Und den nascht sich Simon. Keine Probleme bei ihm. 11 zu 2. Ah, das wird wohl ein schnelles Ende nehmen. Vielleicht könnt ihr mir mal kurz sagen, ob Alternate schon live ist. Wenn ja, wie es dort steht. Eine langsame Runde jetzt mal wieder. Oh. Bitte von Dizzy. Aber seine Mates machen den Rest. So, und wieder geht's innen raus. Und das ist gespottet. Oh. Schönes Spot von Timps. Also sie kommt da meistens irgendwie aufs Spot drauf, kann auch oft die Bombe legen, aber... Retakes oder sowas kann sie da wirklich nie aufhalten. Fekity einfach zu stark. C-Play dann schon einfach das unterlegenere Team hier. Oder unterlegene Team. 12-2, letzte Runde dieser ersten Halbzeit hier in der EPS Spring 2013 am 9. Spieltag. Einige Matches ja heute verschoben. Wegen EMS One natürlich. Gemacht. Schöne
Sekunde, bis er bemannt ist. Da gab es auch wieder diesen Doppel-Smoke-Bug. Sehr ekelhaft übrigens, dass man da irgendwie, wenn man zwei Smokes liegt, durch die eine dann durchsehen kann. Irgendwie so. Also noch ein paar Bugs, die hier vielleicht wirklich rausgepatcht werden müssen. Beide Teams auch instant ready, wollen hier das schnell über die Bühne bringen. Mal schauen, ob Sackle die auch schafft. Sollten sie die Pistole gewinnen, dann ist das Spiel eigentlich schon so gut wie gegessen. So, bei Alternate steht es 3-0. Hab mir gerade selbst das Ergebnis besorgt. Und den Fernkampf gespielt. Boah. Starke Schutz von Minimal. Kein guter Start für Faculty. Alter Molly. Vorne von hinten gekommen. So, 2-4. WNE auch schon hinten dicht gemacht. Super Pisten bisher von C-Play. Und er läuft eben jetzt auch rein. Nice. Und nur noch Simon. Er hat zwar die Bombe. Boah, kann den Headshot auch setzen. Boah, direkt mit Burst darum. Gesteppt. Tims macht auch große Rampe. Hit spottet er auch zum KG, zum Pop-Doc. Nette Timing, hey. Was eine Orca, hey. Krass getimed. Tja, die zweite Pistole für C-Play. Trotzdem erst winzige drei Ründchen. Somit wird sich das Spiel hier noch ein bisschen hinauszögern. Tims geholt. Schöne Anti-E-C-Play. Nichts verloren. Alle da ihre Freaks gestanden. Alternate scheint die erste Equip geholt zu haben. 3-1 da der Spielstand. Bei ESC gegen Kirchnet 7-0 für ESC. Also dort läuft es erwartungsgemäß. Kirchnet geht dort gnadenlos unter. Anexis gegen XMG 3-3. Und hier der Spielstand 13-5. Faculty wird es in die erste Equip-Round starten. Mal schauen, ob sie das mit A direkt machen. Ne, wollen es da mit AK versuchen. Standard. Oh, diese Probleme den Fang zu setzen. Auch noch Poppe-Probleme. Oh, geht schon wieder nicht gut. Los, Faculty. Oh, noch ein wenig kassiert, Asmo. Gegen die P90. Das wird zu viel Gas von Konsta. Ah, diese hat den zweiten, glaube ich, sogar gesehen. Boah, mit dem auch dicht gemacht. Super aggressives Spiel hier von C-Play. Schön von Dizzy, aber viel zu viele Hits schon bekommen. Und Hit sollte da der Hit setzen. Sehr schön. Nächste Runde für C-Play. Direkt hier die erste Equip-Round an die Jungs. Faculty muss sogar sparen. Ja, ich meine, drei Runden sind nicht ohne. Vier Runden.
brauchen sie ja sogar. Und bisher hittet C-Play doch ganz solide. Das hier zumindest. Boah. Jetzt auf einmal die fahrlässigen Frags hier abgegeben. Och, auch hier instant der Headshot von Asmo. Schade, dass es nicht zum Frag gereicht hat. Die Runde kann man auf jeden Fall machen. Kirby sollte vielleicht die Waffe abgeben an Mantis. Ja, also auch jetzt. Sehr schön. Dizzy schiebt auch nach. Und man geht wirklich auf innen. Da steht Minimal mit 4 HP. Tims. Und hit beide mit Awe. Also wenn sie da beide verschießen, können sie auf Spot, wenn sie Minimal direkt... Ah, schade. Hittet direkt. Gepickt von Dizzy. Kleiner Ramp wird, glaube ich, auch von der Awe gedeckt. Ah, nee. Minimal. Oh, er macht echt beide noch mit seinen lächerlichen 2 HP. Bitter, aber eine knappe Runde. Knappe Eco von Faculty gespielt. C-Play verkürzt hier auf 7 zu 13. Go. Oh, Dizzy! Oh, so Kissen gibt die Flex nicht. Jetzt fällt da mal einer, aber einer ist halt einfach zu wenig. Dizzy im MTW da auch gerade relativ hilflos, kann da nicht viel machen. Schöne Flash gegen MTW, auch gute Poses da von denen am Spot. Also, dass sie da nicht dumm reinlaufen, aber Mantis gibt einen wichtigen Headshot. So, jetzt nicht gegen die Awe sterben. Schade. Gute AWPs aber auch bei C-Play. Und Mantis gegen 3. Zieht da schön über die Füße. Oh, sieht den da auch, glaube ich. Frage, ob der City ihn sieht. Nee. Boah, das Brett. Schade, Mann. Faculty vielleicht auch ein bisschen mit Pech immer. Dass er zwar auf Distanz das Brett fällt, aber halt nicht der Headshot dann. Also, dass sie gute Hits geben, aber halt die Fracks nicht ziehen. 8-13. 6 Runden in Folge hier. Faculty jetzt in der komfortablen Situation, immer kaufen zu können. Und bisher reichen bei C-Play die 2 Runden von vorhin. Constop blockt da auch Popdoc. Wichtiges Opening von Dizzy. Mitte wahrscheinlich wieder reingepusht. Total unnötig, wenn Faculty langsam aufbaut. So, stark von Asmo. Diesmal geht's gut los. Dann muss einfach nicht gegen die Arme. Die Pils sterben. Boah, Tims mit den 2 Frags. Boah. Mantis. Schönes Movement. Boah, dreh dich um. Alter. Unnötig, sie das manchmal runterspielen. Simon mit der guten Joker-Posi. Oh, er muss da schießen. Er wird von MTW geholt. Dizzy kann es trotzdem machen gegen 2. Sehr starke Frag. Die Füße. Nein, die Füße. Links. Jetzt kann er echt durchziehen. 9-13. C-Play kommt hier immer weiter ran. Und das war einfach super blöd gespielt von Mantis, dass er dort so einfach wegläuft, ohne wirklich da noch nach hinten zu decken, wenn er wirklich Kante abgezählt hätte oder weiß nicht, darf da niemals so weglaufen und dann noch dem CT die Chance geben, wirklich da den Frag zu setzen. 9. Runde für C-Play. Oh, und hier wurde angesagt. Und Dizzy. Wer ist denn noch mit am Start? Kirby. Und die Flash. Sehr schön gehandelt. Boah, krasse Bretter von Asmo. Der hält seinem Team hier im Spiel. Auch seine Mates müssen mal was schießen. Jetzt schiebt man sogar zum Innen. Bombe bei Dizzy. Ah, die Smoke blockiert sie da jetzt noch ein bisschen. Simon schiebt auch mit hin. C-Play blockt das Ganze schon ganz gut. Wieder eine AWP am Innen.
Die anderen da am großen. Füße, glaube ich, auch gesehen. Hit verschießt. Und minimal pusht durch die Smoke. Das muss Faculty abdecken. Das decken sie nicht ab. Ach du Kacke. Wie unnötig sie da nicht aufpassen. Warum rennen da aber auch beide auf Spot? Mach's mal wieder ein schöner Frag. Ah, was heißt schöner Frag? Aber macht er immerhin den Frag. Und das Blut da am Spot. Alter. Oh, schöner Kontrast noch mit dem Ball. Er ist schon durchgepusht. Schöner Headshot von Astro. Simon, er kann es machen. Nein, wusste nicht genau, wo Tims ist. 10. Runde, somit auch zweistellig für C-Play. Ist echt ein Massaker hier geworden. Wenn Faculty da mal ein bisschen mehr Acht geben würde. Diese Moves sind ja wohl mehr als Standard. Muss man immer aufpassen, dass man da nicht ausgetänzelt wird. Jetzt wieder zwei Openings. Jetzt muss man nochmal die Runde holen. Sehr gut von Simon. Na, geht doch. Hit auch bekannt. Also diesmal. Schade. Mantis wird sich da auch ein bisschen ärgern. 14 zu sehen. Endlich holt Faculty hier auch mal die erste Equipped Round. C-Play hat noch das Geld. Aber auch krass. Gewinn hier 8 Runden in Folge. Und jetzt schon nur noch 0 Dollar bei manchen. Hätten auf jeden Fall nächste Runde Eco, sollten sie die Runde verlieren. Sehr stark von Dizzy. Aber da fehlt auch irgendwie eine Smoke-Mitte einfach mal. Ich meine, sie haben jetzt so oft schon der Mitte Disruptor eigentlich gesehen. Beziehungsweise wissen eigentlich, dass da immer einer Mitte direkt reinhaut. Dann mal nicht direkt den Nades kommt oder einfach mal Smoke, damit man eine Pop-Offensive gehen kann, aber man braucht es anscheinend gar nicht. Man holt direkt die nächste Runde. Faculty wird Geld haben. Zwei Mann können da legen. Ich denke, man wird es versuchen. Oder auch nicht. Scheint ihnen da nicht genug zu sein. Asmo kauft da alleine AK. Ohne Weste. Ohne alles. Versucht dann direkt den Frack zu ziehen. So, Hit deckt die große. Boah, starkes Brett von Asmo. Zweiten kleinerer. Warum zieht der nicht runter? Boah, Minimal. Der ist echt ein Tier mit der P90. Der hat die auch nie gewechselt. Oder beziehungsweise hat sie gerade neu gekauft. Aber er hat vorhin, glaube ich, auch die ganze Zeit P90 gespielt. Und hat da gut mit aufgefreundet. Ja, die sind nochmal über Z. Tims wird das Ganze. Ja, hat schon ein bisschen Fokus drauf. Wen E eben da sogar hin. Also man teilt sich da auch gut auf. Jeder deckt seins. Hä? Was war das denn? Warum zieht der da so komisch in das Eck? Was? Hat er da was gesehen? Ich verstehe es nicht. Das Lenkrad aber auch. 14 zu 12 der Spielstand. Faculty hat jetzt Geld und versuchen sie jetzt das erste Mal mit einem AWP. Mit der aggressiv, also diese random Spielweise gefällt mir eigentlich gar nicht, dass er damit auch noch erfolgreich ist. Boah, Simon da kassiert durch das Blech. Man, das ist auch schon eine große Rampe. Boah, krass, dass er den Schuss noch gehittet hat.
Grundlinie vielleicht die Chance. Trotzdem die Unterzahl. So, und jetzt dürfte sich eigentlich nicht mehr da zeigen. Oh, Nasmo fällt da runter. Alter, jetzt in der Go. Bombe können sie vielleicht nicht legen. Timms aim da gut vor. Hit. Oh Gott. Ja, Konster. Den kann man auch mal hitten. 13-14. C-Play mit der Anschlussrunde. Faculty hat keine Kohle. Sie verkürzen hier auf 13-14. Kleiner Versuch von Faculty, vielleicht die Bombe zu legen. Sehen, ob das aufgeht. Nope, Simon wurde geholt. Mantis, letzte Verbleibende. Macht da auch nichts mehr. 14 beide. Faculty enorm unter Druck jetzt gerade. Mantis jetzt mit Aave. WNE, Mann, ist auch ein schwieriger Name. Wie WNE da auch immer irgendwie den Frag bekommt, ist unverständlich. Und wieder die Popdog-Einnahme. Oh, Kunst aber danach blind. Oh, ein Minimal pusht da wieder B. Oh. Alter, was hat der bitte für eine P200, P90? Das gibt's ja nicht. Und Faculty wird das Draw hier gleich kassieren. Wahnsinn. Aber so ein unglaublich random Spielstil irgendwie. Ganz gutes Spiel. Von C-Play. Es wird ihnen nicht gefallen, dass sie hier gegen C-Play verlieren. Und das nach einer so dominanten Halbzeit auch noch. Und da hat einfach die Pistler noch entschieden. Scoreplay holt sich tatsächlich das Draw. 15-14. Faculty's einzige Chance hier noch mit einem Punkt nach Hause zu gehen, wäre hier das Draw. Also, letzte Runde muss an Faculty gehen. So, Opening ist da. Bombe soll gelegt werden. Bombe aber gelegt. Danach ist es gestorben. So, die. Oh, er wollte die. Oh Gott. Und Mantis letzte gegen 4. Die Train-Deckung wirklich unglaublich gut. Der kann sogar durchdiffusen. Ist angesagt. Hat keine Chance, da irgendwie den Planter zu erlegen. Coreplay holt sich das Spiel nach einer 13-2. Nach einem 13-2 Rückstand hier noch das 14-1 klar gemacht. Unglaublich starkes Spiel, aber irgendwie total random auch alles. Sehr stranges Game irgendwie. Und die nächste Niederlage für Faculty. Ich glaube nach der Maus-Niederlage die zweite. Oh, dritte sogar jetzt schon. Ich meine, die Playoffs werden kaum in Gefahr sein, aber gerade ein bisschen durchwachsen. Da wird es sicherlich Redebedarf geben. Mal schauen, was sie da für Schlüsse aus dem Spiel ziehen.